Wenn man einen Weg betrachtet, beispielsweise den Weg V0, V1, man schreibt das häufig auch so hin, einfach mit Verbindungsstrichen V3, V5 nach V7. Na, ich markiere den hier oben nochmal. V0, V1, V3, V5, V7. Den ich entweder in dieser Form hinschreibe oder den man auch hinschreiben kann in dieser Form V0, V1, V3, V5, V7. Dann interessiert einen häufig die Länge des Weges. Und die Länge des Weges ist einfach die Anzahl der Kanten oder die Anzahl der durchlaufenden Kanten. In diesem Beispiel wäre das 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir haben hier einen Weg der Länge 4. Gleiches gilt auch im Zusammenhang mit Kreisen. Wenn wir jetzt dieses Beispiel fortführen würden zu einem Kreis, sagen würden, so, wir gehen jetzt hier von V7 zu V4 zu V2 zu V0 zurück, dann hätten wir einen Weg oder einen Kreis der Länge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.